Es ist Donnerswoch, der 46. Oktober 2012. Hier ist attraktiv das Daumagazin. Ich bin Jessica Parker und meine Praktikantin Frau Ludwig und ich sagen Hallo. Hallo. Und dann sitzt man hier täglich in diesem sonnengelben Vorhof zur Hölle, ja? Glaubt ihr manchmal auch, ihr werdet gar nicht real? Wie du siehst, es wird Zeit für den nächsten Werbeblock, damit die kleine Maus mal ihren Koks bekommt. Ups, liebe Zuschauer, hallo, das Rattenpack ist bereits da. Rattenpack, wie schön, dass du das erwähnst, denn unsere Zuschauer, das Rattenpack ernährt uns Bastarde des morgendlichen Privatfernsehdurchfalls sowas von gut. Wer bin ich? Was habe ich gesagt? Wo bin ich? Ach, ist das schön hier in dem Studio. Schönes Studio. Ich sitze jeden Morgen in diesem sonnengelben Vorhof zur Hölle, ja. Glaubt ihr manchmal auch, ihr seid gar nicht real? Es wird Zeit für den nächsten Werbeblock. Werbeblock, wie schön, dass du es ansprichst. Stell dir vor, gäbe es keinen Werbeblock, dann würden wir drei hier nonstop Durchfall schnattern und zwar in Endlosreihe. Das wäre doch so lustig. Hallo. Naja, dieses Studio hier ist wahnsinnig schön. Schönes Studio. Ich sitze jeden Morgen in diesem sonnengelben Vorhof zur Hölle, ja. Ja, ich warte nur drauf, dass jetzt gleich wieder klingelt und diese furchtbare, untergeflüchte Person von gegenüber vor meiner Tür steht. Ach nö, wer ist denn das jetzt? Scheiße. Jetzt erst mal meine Daily Soaps. Das ist mir echt zu blöd hier, die ganze Scheiße. Sag ich dir doch, ich bin doch nicht bekloppt und esse diesen beschissenen Apfel. Denn nach einer kurzen Werbepause bin ich gleich wieder für euch da.
So ein leckerer Apfel. Nur das Beste vom Landsitz Reinhard. Meine Tante Tiffy hat ja nicht nur wahnsinnig viel Ahnung von Geschichten, nein, sie ist auch Künstlermuse und sehr, sehr trinkfest. Weiter geht's mit der Kurfürstendamm-Tour. Hinter mir sieht man jetzt die berühmte Gedächtniskirche. Die wurde ja damals im Krieg leider zerbombt, auch seitdem nicht mehr aufgebaut. Ach, das ist das. Ach, das Ding kenne ich. Wo der Turm ab ist und alles. Ja, ne? ja, richtig. Ja, das haben sie ja jetzt abgerissen. Das finde ich auch super. Das war ja Quatsch. Also ich habe immer gedacht, da hat in Berlin hier so eine Ruine, da können sie mal schön machen. Ne? Haben sie jetzt schön hier Apartment haben sie draus gemacht. Ne? Das finde ich super. Das sieht auch viel besser aus. Ne? Passt sich auch viel besser rein im Stadtbild rein und so. Ja. Das finde ich super. Da sind Bürogebäude drin. Ein City-Quartier. Ja, schön mit Cafeteria und alles. Ne? Und kannst auch Sauna machen jetzt. Das ist super. Da, wo früher die Sakristei war, ne? Da ist jetzt so ein Thermalbad drin. Ne? Kannst du Spa machen und alles. Ja, habe ich gesehen im Fernsehen. Das ist super. Was du alles weißt, Tante Tiffy. Und oben ist eine Diskothek mit oben ohne. Die Tante Gisela, die kenne ich natürlich jetzt auch schon seit 43 Jahren. Ich habe die richtig lieb. Die ist eigentlich wie so eine Mutter für mich. Ne? Wobei die ja immer so ein bisschen viel quatscht. Ah, lecker. Grüßchen. Du, Tante Tiffy, hinter uns ist ja gerade das neueste Luxushotel Berlins. Und zwar das Waldorf Astoria. Ist das nicht das Staatsen? Nein, das ist das Waldorf Astoria. Das ist unser Laden. Ja, und da gehen wir jetzt mal hin. Was machen wir denn da? Pumpen. Toll. Freut mich. Nächste Woche geht's dann schon weiter mit unserer flotten Kudamm-Tour. Seid gespannt! So, und das war's jetzt auch schon wieder von mir. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Ja, und ich gehe jetzt nach Hause zum Kevin Adriano, der wartet schon auf mich. Der wartet überhaupt nicht auf dich, der lernt dich doch jeden Abend neu kennen. So, Mutti ist müde, ich möchte gern ins Bett jetzt. Nein, Kevin Adriano, nicht den Apfel essen. Der ist von der Nachbarin, den isst du nicht. Nicht den Apfel essen. Ach, jetzt klingelt auch noch das Telefon. Warte mal bitte ganz kurz. Hallo? Nein, danke. War natürlich wieder nur falsch verbunden. Hast du etwa vom Apfel gegessen? Kevin Adriano, geht's dir gut? Natürlich. Wie ist denn der Apfel so? Köstlich. Okay, dann können wir jetzt ja ins Bett gehen. Ja. Gib der Mutti noch einen Kuss. Gib dir Mutti einen Kuss. Und jetzt schläfst du bitte. Schläfst du bitte, ja?